Ein Mexikan. Make me feel like I'm set on fire. Oh, and love will take me higher. Oh, won't you be my life? My life, why? Oh, won't you be my life? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eine Woche jetzt keine YouTube-Videos gemacht und muss sagen, so ganz was geholfen, weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Ich hatte auf jeden Fall um einiges mehr Zeit als vorher, weil ich natürlich sonst immer Videos geschnitten habe und mir Dinge überlegt habe, wobei ich sagen muss, das habe ich trotzdem. Also Ich habe zwar irgendwie abgeschaltet und gesagt so, ey, ne, du brauchst an gar nichts zu denken, aber es kam trotzdem immer wieder, wenn ich ein neues Lied gefunden habe oder so. Ich meine, in der Woche habe ich schon ziemlich viel Musik rausgesucht schon und da kam mir trotzdem immer wieder so dieser Gedanke so, was könnte zu dieser Musik passen, was könnte ich dazu schneiden? Und im Endeffekt habe ich das trotzdem irgendwie immer weiter gedacht. Mir geht's besser, auf jeden Fall. Also ich habe sehr, sehr viel, ich habe ein Buch angefangen zu lesen und ich habe das letzte Mal gelesen, das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Ich habe echt ganz, ganz viel irgendwie in mir selber verbracht, habe ich das Gefühl. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Also ich habe meditiert ein bisschen, habe, wie gesagt, gelesen. Habe ganz viel irgendwie darüber nachgedacht, so von wegen so, ey, was ist eigentlich mein Problem und so und ist es überhaupt ein Problem? Und mir geht es langsam auf jeden Fall wieder besser. Ich habe auch, ich war auch beim Arzt und so und habe mit dem gequatscht, bla bla, wegen Panikproblemen und so und wollte halt deswegen auf jeden Fall bald irgendwie so eine, ja, wie nennt man das, so eine Sprachtherapie machen, also zur Psycho gehen sozusagen. Und halt mit denen darüber zu reden, halt damit das besser wird, mit den Paniksachen. Muss aber sagen, dass es in der letzten Woche eigentlich nicht vorkam mit den Panikproblemen, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Weil das, also ich meine, ich habe es halt irgendwie hinbekommen. So. Ich meine, man muss halt auch immer für sich selber lernen, wie man damit umzugehen hat. Weil du weißt, dein Körper weiß ja, der denkt natürlich so, ey, ne? Scheiße, du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr atmen und dein Herz schlägt total schnell. Aber wenn du dann halt mal ganz kurz in dich gehst und mal darüber nachdenkst, es kann eigentlich nichts passieren. Und das Schlimmste, was passieren kann, du fällst halt tot um. Das hat meine Mama immer gesagt. Und ja, es ist halt so, ne? Also im Endeffekt muss man mal ganz kurz in sich gehen, ja, mal darüber nachdenken, so, ey, ne, was ist eigentlich jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Und? Was ist dann? Dann ist es so, ne? Was soll ich denn dagegen machen, wenn ich plötzlich einfach tot umfalle? Und das hilft in dieser Situation. Weil das ist halt so eine Sache, dein Körper, der geht ja voll ab dann, ne? Ich meine, dein Herz fängt übertrieben an zu rasen, ich fange immer voll an zu zittern und hab halt das Gefühl, ich krieg keine Luft und so. Und da ich das jetzt mehrmals hatte, um Weihnachten und um Silvester rum, ich bin ja so ganz neue Jahr damit gekommen, was total die Scheiße war, aber egal, das Jahr hat nicht so geil angefangen, aber dafür wird es hoffentlich sehr, sehr cool enden. Dadurch, dass ich das jetzt so oft gehabt habe, habe ich, glaube ich, etwas damit gelernt, damit umzugehen. Und deswegen ist das jetzt auch nicht mehr so oft vorgekommen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich hoffe, ich kann das irgendwie verständlich erzählen. Es ist ein bisschen schwer. Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht's allen gut und ihr hattet eine richtig gemütliche Woche. Ich werde YouTube-Videos machen.
Und werde das aber so machen, dass ich jetzt erstmal mir immer noch die Offenheit lasse und mir die überhaupt, glaube ich, für immer offen lasse, einfach dann ein Video zu machen, wann ich es für 100% richtig halte. Und ich hatte das Gefühl oder habe das Gefühl, dass ich das vorher, habe ich das manchmal eher für euch gemacht, ein Video, als für mich. Was ja auch eigentlich irgendwie cool ist, weil ich mir halt die ganze Mühe mache oft, nur um euch ein Video zu geben, um euch ein bisschen abzulenken für die Menschen, denen es nicht so gut geht und so. Was ja auch irgendwie eigentlich ein toller Aspekt ist, der aber, wo ich das Gefühl habe, was mich einfach ein bisschen unzufrieden gemacht hat. Und das sollte ich auf jeden Fall irgendwie ändern. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde auf jeden Fall wieder YouTube-Videos machen und ich werde auf jeden Fall generell immer YouTube-Videos machen. Aber ich werde YouTube-Videos machen, wenn ich es einfach für absolut richtig halte. Und nicht, weil ich euch jetzt irgendwie blöd kommen möchte oder so oder nicht mehr auf euch eingehen will, weil das stimmt ja nicht. Ich gebe mir immer sehr, sehr viel Mühe, um auf euch alle einzugehen und alle Kommentare zu beantworten und auf jede Frage zu beantworten und so. Ja, aber einfach nur zu sagen, ey, ich mache ein Video, wenn ich zu 100% darauf Lust habe. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ihr könnt euch dann halt immer darauf freuen, wenn ein neues Video kommt. Also ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr euch darüber freut. aber dass wir das einfach so ganz, ganz gechillt machen. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man als YouTuber-Mensch machen kann. Es einfach zu tun, wenn man Lust darauf hat. Weil ich habe ja natürlich noch die Freiheit so... Die einen, also ich meine, ich verdiene ja kein Geld mehr beim YouTube-Kanal und die einen, die sagen so, also die großen YouTuber, die müssen wahrscheinlich Geld verdienen damit, ja, weil da hängt deren Leben von ab. Das ist aber halt gerade bei mir nicht so und deswegen habe ich halt diese Offenheit zu sagen, nein, ich mache kein Video oder ja, ich mache gerne ein Video. Ich hoffe, ihr habt es jetzt. Meine Haare übrigens, Leute, ich weiß gar nicht, wo die hinwollen. Ich sehe aus wie so ein Waldschrat. Mein Bart, wobei den habe ich was kürzer gemacht. Ja. Also, es ist schon... Ja, es war auf jeden Fall eine sehr gemütliche Woche. Und ich werde das auch weiterhin so gemütlich halten. Und auf jeden Fall weiterhin meditieren und so ein Zeug. Weil ich halt gemerkt habe, das hilft auf jeden Fall. Für die Menschen, die noch nicht meditiert haben oder so. Leute, ich kann euch das nur ans Herz legen, weil es ist einfach, ich habe es halt vorher nie getan. Ich habe es an Weihnachten das allererste Mal getan, weil ich halt dachte so, ey, das könnte ja helfen, so ein bisschen in sich zu gehen. Und ich kann euch sagen, Leute, für die Menschen, die es noch nie getan haben, macht's einfach mal. Also ich meine, ihr habt ja nichts zu verlieren. Und das ist einfach echt cool. Das ist wirklich toll. Also wenn man sich so wirklich dann hinsetzt, ja, und wirklich mal ganz kurz oder so 10 Minuten lang ganz ruhig ein- und ausatmet und sich so richtig auf diesen Atem konzentriert und so diese Gedanken halt ganz komplett verschwinden lassen zu können und sich nur auf den Atem zu konzentrieren, wie der so in den Körper geht und so, das bringt einen so runter, dass ich danach das Gefühl hatte so, ja, jetzt könnte ich schlafen. Also das ist ein hammergeiles Gefühl. Ich kann euch das nur ans Herz legen, probiert es einfach mal aus, es ist eine echt coole Sache. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich für eure Zeit und euer offenes Ohr und natürlich auch für alle Kommentare unter dem letzten Video, was ich vor einer Woche hochgeladen habe. Ich habe alle Kommentare natürlich gelesen und ich habe auch jedem ein Herz gegeben. Ich wollte nur nicht mehr darauf antworten, weil ich halt ab da an schon gesagt habe für mich so, ey, ich mache jetzt die Pause für YouTube. Und ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Ich habe euch allen ein Herz gegeben für alle Kommentare, die ich gelesen habe und habe sie sehr in mein Herz geschlossen. Da waren echt sehr, 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 sehr tolle Sachen bei, wie eigentlich ja immer von euch. Ist schon eine geile Sache irgendwie. Also macht euch auf jeden Fall keine Sorgen. Ich werde weiterhin Videos machen und wir werden uns weitersehen und ich werde weiterhin mit meiner Kamera reden. Ist schon irgendwie eine komische Sache jetzt, so nach einer Woche wieder mit meiner Kamera zu reden, weil das schon so lange her ist. Für die Menschen, ja, die Lust haben, mir auch irgendwie abends mal was zuzuhören, so wenn ich livestreame oder so, ihr könnt mir gerne mal, ich werde das unten in die Kommentare anpinnen, ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen und dann bekommt ihr, glaube ich, eine Benachrichtigung. Ich weiß gar nicht, ich habe so lange nicht mehr auf Twitch gestreamt, das ist, glaube ich, 3 Jahre her oder so. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich streame und dann können wir wieder ein bisschen quatschen, so während den Livestreams.
ich wollte das jetzt erstmal auf Twitch schieben, weil Twitch ja eine reine Livestream-Plattform ist und YouTube halt eigentlich ja YouTube ist. Und deswegen wollte ich halt einfach nochmal auf Twitch streamen. Wer da Lust drauf hat und mir gerne zuhört, der kann mir da gerne folgen und dann kann er mir irgendwie beim LKW fahren, ein bisschen zulauschen oder so und ein bisschen was quatschen mit mir und Daniel oder so, je nachdem wer dann dabei ist. Würde ich mich sehr darüber freuen und euch da auch nochmal zu sehen. Ich werde die Tage auf jeden Fall mal live streamen, mal schauen, wann ich dazu Lust habe und dazu bereit bin. Passt auf euch auf, Leute, euer Yoshi und ich werde jetzt erstmal frühstücken. Ich habe nämlich noch gar nicht gefrühstückt. Und Leute, ich habe das allererste Mal seit, ich glaube, zweieinhalb oder drei Jahren eine Jeans an. Guck mal, ich habe das allererste Mal wieder eine Jeans an. Das ist sowas von lange her, das ist Hammer. Ciao, Leute. Oh, oh, hold on, hold on to me, 'cause I'm a little unsteady, and I'm a little unsteady.